Und jetzt stößt der OFC an, von links nach rechts in Rot und Weiß direkt mal mit dem ersten langen Ball nach vorne. Rechts geht's raus zu Semir Saric mit der Flanke aus dem Halbfeld, wird erstmal rausgeköpft. Abpraller landet bei Derflinger, der versucht direkt mit einem Traumtor. Christian Derflinger, rechts wie links ist er gleich gut und das macht er ansatzlos per Volley in den langen Winkel. Das mal wieder ein Traumtor von Christian Derflinger. Die Flanke kommt gar nicht so gut. Abpraller landet bei Garcia, der mit dem Kopf dann zu Derflinger und der fasst sich ein Herz und schweißt das Ding damit rechts, links oben in den Winkel und es steht 1:0 für den OFC. Schönes Tor von Christian Derflinger. Hier haben wir es nochmal in der Wiederholung. Vielen Dank fürs Einfangen damit rechts. Mein Gott. Hier von der linken Seite Garcia mit rechts wird er ihn reinbringen aus dem Halbfeld. Standards, eine Sache, die man natürlich auch gut trainieren kann. Garcia jetzt in Richtung Elfmeterpunkt. Da geht ein Kickerspieler zu Boden und dann der Abschluss von Derflinger wieder. Schöner Schuss da von ihm. Diesmal etwas zentral aus der zweiten Reihe abgeschlossen. Christian Derflinger, diesmal macht das mit links, wieder präsentiert hier die Wiederholung von TSW Technoservice. Weißbart, guck mal, da aus knapp 20 Metern, 18 waren es vielleicht, schön abgezogen. Ich glaube, Jan Koch ist es, der dann, glaube ich, den Fuß ins Gesicht bekommen hat. Deshalb hier jetzt mal kurz das Spiel unterbrochen. Kleine Behandlungspause. Jan Koch liegt nach wie vor am Boden und den hat es da wohl im Gesicht erwischt. Aber das sieht wirklich nicht gut aus bei Jan Koch. Also an der Stelle schon mal gute Besserung. Und ich bin aber jetzt auf links. Das kein Foul. Ja, erstmal nochmal Hermes mit dem Abschluss. Schade. Knapp, das war Wanner, sorry, Dominik Wanner war es von der linken Seite, der sich da die Kugel schnappt. Da hat sich der SGV Freiberg nicht so richtig geordnet hinten drin. Schafft es dann zwar nach außen zu klären, aber gut draufgegangen hier von Wanner und auch von, ich glaube, Rafa Garcia war es auf der linken Seite, der sich da auch ein bisschen wehgetan hat. Nun war es Dominik Wanner. Und jetzt ist es soweit, Wechsel angekündigt auf Freiberger Seite. Ja doch, es ist Wadi Barini, es ist die Nummer 19. Und dann wird es jetzt wahrscheinlich ein flaches 4-4-2 bei den Freibergern. Und da jetzt kein Foul gepfiffen am OFC. Barini ist ein Schlitz. Oh, weil Engel steht weit vorm Tor. Und der haut den aus 50 Meter rein. Aus dem Mittelkreis. Ich habe es gerade eben gesagt. Wadi Barini. Ein Doppelpack nach Einwechslung. Und jetzt ist er hier 5 Sekunden auf dem Feld. Und im ersten Ballkontakt vom Mittelpunkt haut er den in einer unfassbaren Flugkurve dem Engel hinten in den Kasten rein. Und das 1:1 bei den Stuttgarter Kickers gelernt, dann bei Groß Asbach gespielt. Ecke ist erstmal ungefährlich, landet aber auf der anderen Seite bei Bradara. Der Außenseiter dreht hier das Spiel und der OFC wird eiskalt erwischt. Aber das ist jetzt natürlich aus Offenbacher Sicht eine ganz bittere Pille. Also Freiberg, ja, spielt hier auf einmal groß auf. So, Rafa Garcia, nächster Anlauf. Halblinke Position, wieder die Freistoßchance. Jetzt kommt mit Schnitt vors Tor. Zieliński steht da hinten am zweiten Pfosten bereit. Jetzt kommt der Freistoß auch, aber zugepackt von Heimann. Da kann er nicht direkt aufs Tor. Saric wieder über die rechte Außenbahn, immer noch. Jetzt mit der Flanke mit links rein auf den langen Pfosten. Kommt irgendwie an, nochmal die Reingabe und dann ist es schade. Fast das 2:2, aber ganz, ganz knapp am langen Pfosten vorbei von Jakob Lemmer. Was eine Großchance für den OFC. Und schade, dass der nicht einfach mal sitzt. Eieieiei, da holpert der Ball dann doch einen Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Erst super gemacht von Wanner, der die Hereingabe dann auch noch gut reinbringt. Lemmer kommt dran und oh, ist das knapp. Ich sehe jetzt den Assistenten nicht, aber das reicht uns auch für diese erste Halbzeit. Mit 2:1 für SGV Freiberg geht es in die Hälfte, in die Halbzeit. Hinten, wie wir sie von der letzten Saison können, schöner Pass in die Spitze zu Saric, legt nochmal rüber. Und dann ist es Lemmer mit dem 2:2. Ja, das ist das schöne Tor. Super gespielt, dann der Pass in die Spitze war wirklich unfassbar schön. Saric macht es dann klug und legt nochmal quer vor dem Kasten. Und es ist Lemmer, der auch cool bleibt vor Niklas Heimann und zum 2:2 einschiebt. Kann. Wow. Ist das wichtig? Ganz psychologisch wichtiger Zeitpunkt hier in diesem Spiel, dass die Kickers hier aus ihrer Sicht natürlich wieder zurückkommen. Schöner Ball in die Spitze. Da werden sie irgendwie übertölpelt in der letzten Kette. Saric dann klug mit rechts rüber gechippt zu Jakob Lemmer. Und er macht hier das ganz, ganz wichtige Tor zum 2:2. Zweikampf mit Ronny Marcos, der sich da ein bisschen an der Wade wehgetan hat. Weiter geht's aber für ihn. Berappelt sich schnell. Und dann ist es Jason Breitenbach. Foul nicht gepfiffen, weiter geht's mit Freiberg. Und Barini sieht außen Hofrat, der macht einen Haken, zieht dann mit rechts ab und dann ist es nicht mehr als ein Rückpass
auf Maxi Engel. Also da war richtig viel drin. Barini, der da gut den Körper reinstellt gegen Breitenbach, der da ein bisschen arg naiv in den Luftzweikampf geht. Hier sehen wir es nochmal. Da war deutlich mehr drin und der OFC kommt aber im Zentrum. Ja, mit Garcia schön durchgesteckt zu eben Knöll und schade, der schafft es nicht ganz durch die Beine zu schieben von Niklas Heimann. Großchance für den OFC. Guter Abschluss eigentlich auch von Knöll, aber dann schafft es Niklas Heimann gerade noch so die Beine zuzumachen. Eieiei, haben wir es nochmal in der Wiederholung gehabt. Super gesehen, auch von Rafa Garcia, kein Abseits, dann durchgesteckt und dann ist es Törles Knöll mit links, der den Abschluss sucht, schafft es aber leider nicht. Und jetzt ist es wieder der OFC am Drücken und das nächste Foul direkt zwischen den Bänken und die nächste gelbe Karte. Ne, es ist gelb-rot für den Kapitän, der vor 4 Minuten gelb gesehen hat, zieht hier jetzt das taktische Foul und Marco Kehl-Gomez, der Kapitän und der Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:1, muss jetzt vorzeitig duschen gehen. Schauen also mal, ob der hier besser kommt. Jörn Jopek mit dem Freistoß von der rechten Seite, hebt den Arm, jetzt 2 Schritte Anlauf im kurzen Pfosten, verlängert, Parade, Nachschuss, oh, schade, und dann war es eine Abseitsposition von Mike Vetter, war das Latte, ich habe es gar nicht richtig gesehen, oder wahrscheinlich ein Querschläger, aber im Endeffekt war es eine Abseitsposition, da war nochmal die Großchance, Hosiner, der gut verlängert, und dann Mike Vetter, der den eigenen Spieler abschießt, das wäre es sonst gewesen, glaube ich sogar, wir schauen es nochmal in der Wiederholung, in der Slow-Mo, Björn Jopek auf den Kopf von Hosiner, abprallend beim Torwart und dann ist es Mike Vetter, der Törles Knöll am Kopf trifft. Sökler macht den Ball nochmal fest und Freiberg kommt nochmal. Ja, langer Schlag hinten raus, es gibt jetzt keinen Zielspieler mehr und Denne Merkop pfeift die Partie ab. Unser SGV Freiberg mit einer Riesenleistung erkämpft sich einen Punkt gegen den Offenbacher Fußballclub.